Ja, als nächstes wir begrüßen Björn Pongratz, Inhaber der Bäckerei. Pongratz, erste Frage, Björn, wie seit bist du jetzt durch die Corona-Krise gegangen? Sind Umstellungen gewesen? Wie schaut der Geschäftsbetrieb aus? Herr Wanderl, danke für die Einladung. Ja, Corona hat uns alle irgendwie mitgenommen, mehr oder weniger. Wir haben das Glück gehabt, dass wir offen lassen haben dürfen, weil wir ja Grundversorger waren. Aber wie du schon richtig sagst, wir haben unseren Betrieb auch dementsprechend ein wenig umstellen müssen, weil einfach ja, der ganze Tourismus ist weggebrochen, Schulen, Kantinen haben geschlossen worden. Und das ist natürlich für unseren Betrieb jetzt schon ein großer Teil gewesen, der weggebrochen ist. Aber mei, wir haben uns halt dann Gedanken gemacht, wie wir das dann ein bisschen ausmerzen können und auch unsere Leute dementsprechend beschäftigen können. Und haben halt dann einen Lieferservice einfach ausgeweitet. Und den haben da auch unsere Kunden gut angenommen, zum Glück. Und von dem her haben wir jetzt vom Corona-technischen her eigentlich relativ verschont bleiben, sage ich jetzt Wird einmal. das also bleiben, weil man kriegt jetzt vor uns zwei Gastronomiegespräche einfach auch mit, dass viele zu bestimmten Zeiten nicht mehr aufspielen, sondern weil einfach auch Leid wegbrechen oder sich bestimmte Zeiten einfach eingesperrt haben? Oder siehst du da wieder Veränderungen, wenn das irgendwann hoffentlich doch mal vorbei ist? Vollkommen richtig. Wir haben unsere Öffnungszeiten in der Filiale geändert. Wir haben dann nur noch bis 15 Uhr offen gehabt, weil natürlich dann in der ja, Hoch-Corona-Krise, sage ich jetzt mal, die Leute auch Angst gehabt haben, dass sie ausgegangen. Also die haben dann nicht jeden Tag gekommen und haben sich frisch geholt, sondern die haben die dann ja, größere Mengen eingekauft und haben die dann eingefriert oder sonstige Sachen. Okay. Weiß ich nicht, wie sie es genau gemacht haben, Ja. aber man hat das auch gar nicht mehr ja, kalkulieren können. Also die waren unberechenbar. Und man hat gespannt im Nachmittag, es war ja keiner mehr auf der Straße. Also es war ja wirklich, die haben das Nötigste organisiert oder was sie brauchen und dann waren die daheim und haben ja auch zum Teil Angst gehabt. Ja. Ist war auch verständlich, Naja, gell? das war jetzt die Hochzeit, sage ich mal, also Genau, genau. die scharfe Downzeit, Jetzt aber. natürlich, wo es ja wieder aufwärts geht, möchte man dann die Öffnungszeiten schon wieder anpassen. Aber das Problem ist halt, ja, das Personal. Ganz klarer Fall, wir möchten die Öffnungszeiten wieder ändern, Okay. aber wie wir jetzt gerade gesagt haben, das Personal ist schon ein Ja. großes Problem. Personal ist natürlich ein Vollkommen Riesenthema, richtig, weil vollkommen viele haben sich richtig. auch was anderes gesucht, sieht man auch in vielen anderen Bereichen, Tourismus Anders und orientiert, genau. Gastronomie ist auch Genau. schwierig geworden. Was muss jetzt auch passieren, dass solche Läden jetzt, man bei dir jetzt auch, insbesondere sage ich mal, der ganze Altstadtbereich zieht sich ja bei uns vom Stadtplatz. Ich nehme jetzt die einfach mal mit, Ja. inbegriffen bis außer Mitgliederin. zum Einkaufspark, damit das Ganze ja zukunftsfähig funktionieren kann. Hast du da irgendeine Idee, Ansatz, was muss passieren? Die richtige Idee, ja, guter Rat ist teuer. Man kann nicht sagen, wie sich das jetzt wieder gesagt noch entwickelt, aber ein guter Anhaltspunkt ist halt, dass halt einfach, ja, dass halt die Stadt ein wenig zusammenhält. Dass sagt, okay, wir bleiben regional, wir machen das unter uns aus. Nicht irgendwo hinfahren oder bestellen, sondern ja, es gibt es ja in Ring auch. Ich kann ja in Ring auch einkaufen. Ich muss ja nicht unbedingt woanders hinfahren. Vielleicht ist in Ring um 5, 10 Euro teiliger oder die Semi um 5 Cent teiliger wie woanders. Aber es bleibt in der Region und wenn es uns gut geht, dann geht es unseren Leuten gut. Und wenn's uns, das ist ein Ort, ja, Teufelskreis in Ja. Anführungszeichen. Und da müssen wir schauen, dass man da an die Leute ein wenig rangeht und sagt: Hey Leute, Das es ist gibt auch eine Zeit nach Corona. richtig. Jetzt Ja. muss es weitergehen und nicht irgendwie im Kurvenstand in Sand sitzen. Deswegen einen Respekt, wie wir vorher schon gesagt haben, in der Ja. Corona-Zeit, die ist so auf die Füße zum Stellen oder einfach auch weitermachen, finde ich super. Und da muss man da an die Leute rangehen. Und Ja. wenn das, wie gesagt, den Lieferservice, den haben wir ja beibehalten, weil Ja. einfach die Nachfrage so groß war. Am Anfang haben sie gesagt, ja, gibt es das überhaupt? Und jetzt ja, genießen sie es einfach, wenn sie in Ja. der Früh gerade rausgegangen brauchen, Ja. haben die Semmeln vor der Tür. Ja. Also es Ja. ist nicht alles schlecht, wenn Glaube ich auch. Corona. Und das ist schon natürlich ein wichtiger Punkt. Wir müssen schauen, dass wir unsere Leute auch vor Ort halten. Genau. Ich habe heute Nachmittag erst ein Gespräch gehabt. Wenn jetzt Amazon wird dir kein Schaufenster schmücken und wird dir auch für eine Christbaumversteigerung auch nicht einmal Geld für die Vereine geben. Und das müssen wir schon in die Köpfe ein bisschen reinbringen. Vollkommen richtig, Denn die ja. Unternehmer vor Ort, und ihr seid es ja, sind die, wo dann auch mal 50er für Christbaumversteigerung geben oder einfach mal die Vereine so Unterstützen, ja. unterstützend und das, glaube ich, müssen wir schon auch immer wieder kommunizieren. Und ich glaube,
Ich versuche das natürlich auch immer, mir ist auch wichtig, dass man mit den Leuten auch redet und dass man auch vernünftige Gespräche führt. Ich komme vielleicht zum Schluss noch auf ein kleines Thema. Mir war daran gelegen, aber da habe ich bis jetzt auch noch keinen Zugang nicht gefunden, auch Corona-bedingt, Unternehmergespräche. Wie kann man da einbinden? Was ist wichtig? Wo kann man unterstützen? Ich hätte da schon gerne einen Austausch. Ich versuche das natürlich so gut, wie es geht. Aber hättest du da vielleicht irgendeinen Ansatz? Ja, wie du schon sagst, Anderl, einfach auf die Leute zugehen. Also das Gespräch mit dir ist jetzt, und ich bin ja auch noch nicht so lange jetzt, und zuerst war ich noch unter einem Papst in der Führung, aber jetzt seit 3 Jahren bin ich ja selbstständig, also gehört es mir selber. Ja. Und das ist jetzt das erste Mal das Gespräch, wo jetzt ich da irgendwie führe, wo ich sage, da geht jemand auf mich zu und fragt mich was. Sonst hat es geheißen, so ist es, so machen wir es, und man ist da nicht lange gefragt worden. Ja. Und das ist halt jetzt schon eine Sache, wo ich sage, das gefällt mir ganz gut, Anderl, dass du da auf die Leute zugehst und nämlich die Leute riechst, weil nur so kann man sagen, machen wir es oder machen wir es nicht. Ja. Freut mich zum Hören. Vielen Dank, Björn. Schön, dass du Zeit genommen hast. Dankeschön. Sehr gerne.